Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eschen. Wir sind hier beim letzten Mal im Federland stehen geblieben, nachdem wir die Reise Schwesterherz für Floki abgeschlossen hatten, beziehungsweise ja einen Knochen gefunden haben, den wir zum Vagantenruheplatz zurückbringen sollen. Ja, und da hatte ich ja vermutet, dass es sich um den Knochen seiner Schwester handelt, aber da heißt es in der Beschreibung der Quest der Reise: Bring den glühenden Knochen zu Floki am Vagantenruheplatz. Wenn der Lira entkommt, dann bring wenigstens etwas von ihrem Experiment zurück zum Vagantenruheplatz. Ich muss wissen, was sie vorhat. Also, wahrscheinlich ist sie gar nicht verstorben, sondern experimentiert in irgendeiner Form. Nun gut. Von daher würde ich sagen, bin ganz froh erstmal, dass wir keine traurige Kunde überbringen müssen. Können wir auch hier erstmal weitermachen im bronzenen Sumpf. Haben wir eine Aufgabe für Worsa. Die Reise Berg. Gehe zum bronzenen Sumpf und ernte das Horn eines Roma. Silaren hat mir von einer anderen großen Bestie erzählt, die beim bronzenen Sumpf lebt. Es ist ein Roma und er scheint im Licht zu gedeihen. Wenn wir in der Lage sind, ein Roma-Horn zu ernten, wird Silaren es mahlen und zu einem Trank verarbeiten, den Bataran ausprobieren kann. Ja, wir suchen ja immer noch ein Heilmittel für Bataran. Ja, hat ja nur einen Arm. Das ist eine schleichende Krankheit wohl offensichtlich. Und Worsa, seine Begleiterin, seine Gefährtin, sucht für ihn ein Heilmittel. Gut, also müssen wir uns hier wohl in den Ruinen von Natyrus umsehen. Da hinten läuft doch einer. Das scheint noch größer zu sein als die Horcher, die wir bisher hatten. Nun gut. Ich weiß nicht, ob wir da unten unbedingt lang wollen. Hier scheint auch gerade vor unserer Nase Durchgang zu sein. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus, uns oben in den Ruinen zu bewegen, wenn das möglich ist. Ja, das scheint hier auf jeden Fall möglich zu sein. Ja, kann man vielleicht ein paar Hinterhalt umgehen. Schauen wir mal. So, jetzt hatten wir hier rechts noch was liegen. Da scheinen wir aber nicht hinzukommen. Na gut. Gut. Das andere rechts natürlich links. Gut. Nach dem Fall, wo man guckt. So. Oha. Da ist schon einer. Das ist nicht gut. Jetzt ist einer gerade nicht bei uns. Auch nicht schön. So, der ist aber erledigt. Gut. Aha, wo ist jetzt einer? Das scheint das einzige Problem zu sein, was wir hier haben. Wie kommt die so mit hinterher? Gut, schauen wir aber erstmal hier in das Skelett. Oh, sehr schön. Das ist große Skoria-Menge. Hervorragend. Gut. Na, hoffentlich kommen sie jetzt mal hinterher. Ah, sie scheinen da drüber rein. Oha. Da bewirft uns wer. Das ist nicht gut. Oha, das ist der große unfreundliche. Wenn wir dem hier irgendwie entkommen. Na gut, den können wir ja auch mit dem Speeren beikommen, hoffe ich. Das ist sehr unschön, wenn der uns hier bewirft. Ja, der trifft uns hier aber nicht so richtig. Reicht aus. Das ist natürlich unschön. Da ist noch einer von der Sorte. Na gut, machen wir einen Speerkampf. Auch gut. Oder wir ignorieren den einfach. Gut, da oben steht nämlich noch einer. Können wir uns lieber umgehen. Der steht uns im Weg. So, der ist erledigt. Sehr schön. Da unten ist auch noch einer. Ja, wenn wir da unten angegangen wären, wäre wahrscheinlich sehr unangenehm geworden. Okay, so, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Kommen wir überhaupt weiter? Da drüben in der Ruine steht auch noch einer. Kommen wir hinten vielleicht dann? Mal schauen. Wir können hier wohl durch. Sehr schön. Machen wir das. Oha. Gut. Rummachen. Okay, das hat geklappt. So, können wir uns um den da kümmern? Ja, ich denke schon. So, dann springen wir da erstmal rüber. Nehmen uns den hier mal vor. Na, sehr schön. Gut. Das mit der schnellen Keule funktioniert sehr gut. Und auch das mit der Ausdauer funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. So, schauen wir erstmal in das Skelett hier. Nochmal eine große Score-Menge. Sehr schön. Gut, hervorragend. So, was war denn da unten? Hat sich da irgendwas bewegt? Oder auch nicht. Unten haben wir ein Lager. Wenn wir jetzt so runter hier, oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Mal schauen. Hier können wir vielleicht lang. Na gut, dann versuchen wir das mal. So, dann kommen wir auch mehr in Richtung des Sumpfes, so wie das aussieht. Wir sind jetzt auch im Gebiet, wo wir hin müssen. Oha. Irgendwer schmeißt hier. Mit Speeren offensichtlich. Klingt jedenfalls so. Ist aber nicht zu sehen. Und Ayla ist auch nicht da. Das finde ich gar nicht gut. Der muss da hinten irgendwo sein. Nun gut. Ich hoffe, Ayla kommt nach.
Ja, da hinten vorne steht noch so ein großer. In Ordnung. Können wir den hier irgendwie... Oh, da links ist ohne einer. Oha. Und keine Eiler da. Das finde ich nicht gut. Ich hoffe, der geht jetzt gut. Gut, ich denke, wir holen uns den hier mal ran. Mal sehen, was der aushält. So, jetzt mal schnell das Schild wieder ausrüsten. Oha. Gut, gucken wir mal. Oh, der hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Gut. Oh, da kommt einer. Na, sehr schön. Gut. Das ist schon mal besser. Gut. Und da ist auch erledigt. Sehr schön. Hat du gleich 1000 Skoria jedem. Hervorragend. Sehr schön. Gut. Ah, geht ja doch mit denen. Ah, muss man sich erst ein bisschen drauf einstellen hier in der neuen Zone. Ein bisschen vorsichtig lieber. So. Schauen wir mal weiter hier. Ah, nochmal Lager. So. Müssen wir hier runter oder gehen wir lieber rechts? Ah, rechts. Nein, ich glaube, gehen wir mal nach rechts. Quest zeigt in die Richtung. Dann müssen wir uns erstmal mit dem da beschäftigen. Ja, der scheint ein Speer zu haben. Aber nicht, wenn er sich so anstellt. Gut, oh, das anders. Das ungünstig da mit der Kante da oben. Mal sehen, ob er ausweichen will. Ja, reicht aus. Gut, haben wir wieder gegen die Wand geschmissen. Gut, in Ordnung. Oh, reicht da wieder. Das ist jetzt aber unnett. Das ist nicht schön. Ah, kann den Speer auch nicht wieder einstecken. So. Ja, ne, so geht das nicht. Nicht allzu clever. Groß und nicht allzu clever. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. So. So. Wie viel hat er denn noch? Na gut, den kriegen wir doch so. Jetzt hängt er da irgendwie fest schon immer. Mal gucken, ob wir den jetzt kriegen können. Das auch schon erledigt. Sehr schön. Gut, hervorragend. Gut, einer kommt hier nicht hoch. Nicht schön. Gut. Gucken wir mal weiter. So, hier ist erstmal keiner. Oh, da steht inne. Das ist nicht gut. Kommt der jetzt nach? Aha, kommt nicht so wirklich nach. Ah, schlecht. Hier ist sehr eng. Kann ich ordentlich ausweichen. Aber ich kann mal ja ein bisschen provozieren. Sehen, ob er kommen mag. Jetzt kommt er. Okay. Und wir bewegen uns mal hier raus. So. So, was hat er denn noch? Das geht ja. Ah, das hängt da fest. Das ist natürlich ungünstig. Au. Wir brauchen definitiv ein Stückchen zu trinken. Oha. Ja, die hauen aber ordentlich drin. So. Da ist auch schon erledigt. Sehr schön. Gut. Können wir in Ruhe in das Skelett drin gucken. Ah, dann war da eine Sapientwurzel. Sehr schön. Gut. Ah, brauchen wir dringend mal eine Waffenverbesserung, hätte ich das Gefühl. Wenn wir hier zurück sind. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? So, können wir hier runter? Ah ne, das sieht ungünstig aus. Das sieht halt nach Wasser aus, da unten. So, und da unten? Gucken wir mal um die Ecke. Ist das ein Roma? Da hinten ist ein Korb auf jeden Fall. Sind diese Berge vielleicht ein Roma? Wir sind auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Oh ja, wäre eine Variante, dass das welche sind. Na gut, war das der Korb noch? Ja, mal sehen, vielleicht mal eine bessere Stelle. Schauen wir mal erstmal. Erstmal da hinten lang, mal sehen, ob hier oben noch irgendwo weiterkommt. So, hier ist erstmal ruhig. Ja, ja, hier hinten ist auf jeden Fall ein Durchgang im Haus, okay. So. Also, schauen wir mal. Also, wenn das ein Roma ist, dann sieht es hier eigentlich doch ganz gut aus. Ja, ist eine Standard in der Nähe. Okay. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Oh, nee, wahrscheinlich... Oh, wir scheinen ja Kinoruhe zu haben. Da ist wieder so ein großer. So. Mal sehen, ob wir da uns an den ranwagen können. Oha. Also, der haut ja wirklich rein. Das ist ja unglaublich. So. War ein Schlag von ihm. Da ist er erledigt. Sehr schön. Gut. So, dann müssen wir mal ausprobieren, ob das ein Roma ist. Oh, Eiler war wohl da, hat da wohl vorgegriffen. Okay, mal gucken, was der kann. Oha, Eiler hat es erwischt. Müssen wir uns mal ganz schnell um sie kümmern. Gucken, wie geht jetzt hier?
Ja. Oha. Der scheint uns umgewirrt zu haben. Wir können einer ihn hauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht verkehrt. Und da ist auch schon erledigt, so wie es aussieht. Nee, noch nicht? Jetzt, oder? Oh nee, der hat ja ordentlich. Oh, der hat ja ordentlich HP. Meine Güte. Und tatsächlich, das war ein Roma. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Gut, hätten wir das. Meine Güte. Okay, gut. Der hat ja ordentlich Renieren hier gleich bei einer. Meine Güte. In Ordnung. So. Dann können wir ja eigentlich weitermachen. Wir haben ja schließlich dann hier noch eine Quest. Noch eine Reise. Und zwar für... Was war das? Das ist direkt für Eila. Ja, da haben wir die Reise Abschaum. Da heißt es, gehe zum bronzenen Sumpf und töte Kori. Kori muss für das bezahlen, was er angefangen hat. Er ist steckt... Was? Da scheint ein Schreibfehler zu sein. Oje. Er steckt gemütlich in der lathyrischen Festung in der Nähe des bronzenen Sumpfes. Aber geh vorbereitet, ja? Die sind ganz schön mürrisch da oben. Uha. Oh, mal gucken, was das wird. Na gut. Oha, da oben steht auch einer wieder. Da ist ein Skelett und da hinten liegt ohne offensichtlich irgendwas. Also sind wir mal ganz vorsichtig. Vielleicht können wir uns ja von hinten irgendwie ranschleichen. Schauen wir mal. Da kommen wir auch hier irgendwie durch. Oh, da vorne haben wir noch einen Horcher. Mal sehen, holen wir uns. Na, der kommt schon von alleine. Okay. Gut. Kümmern wir uns mal um den. Okay, Eila hat sich allein um den gekümmert. Der Druss wäre nach Skure eben. Also, wenn die Karte dafür ist, wie stark die sind, dann war der nicht sonderlich stark. Was haben wir denn hier hinten? Auf jeden Fall eine dunkle Ecke. Schauen wir mal. Ah, da haben wir noch ein Skelett. Naja, die nehmen wir doch mit. Einmal Sapiensmoos. Okay, wenn es so einfach zu erreichen ist, okay, Wunder, dass es nur Sapiensmoos ist. In Ordnung. Gut. So, schauen wir mal. Wir haben Opus noch 3 Stücke in der Flasche. Hm. Na, mal gucken. Vielleicht sollten wir uns... Ah, vielleicht sollten wir mal nach dem Ritualstein-Ausschau halten. Ah, am Himmel ist jedenfalls nichts zu sehen. Gucken wir mal hier rechts rum. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Auf jeden Fall finden wir da vorne noch Skelett. Ja, so ja zwei Skelette, obwohl den oberen werden wir kaum kriegen. Erstmal da ist oben was. Dann schauen wir uns hier mal vorsichtig um. Oh, da oben haben wir auch was. Oh, da oben ist eine Feder. Da müssen wir ganz dringend hin. Wenn wir das hier schon freigeräumt haben, das Gebiet. Oh, und hier haben wir eine mit Asche versetzte lathyrische Kriegsaxt. Ein lathyrischer Halbmond. Anmutig, aber tödlich. Und mit Asche versetzt, aber also plus eins. Schauen wir mal, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Eine Einhandwaffe, so wie es aussieht. Unser hat hier... Oh, ist schon mit plus 5. Naja, gut, das ist kein Wunder. Aber die scheint trotzdem sehr, sehr gut zu sein. Hat auch eine 18% hier Trefferchance. Kritische Trefferchance. So. Was steht denn hier zu der mit Asche versetzten lathyrischen Kriegsaxt? Trotz ihres Alters eine feine Axt. Die lathyrische Kunst, solche Waffen herzustellen, wird kaum noch gewürdigt. Ich vertraue einer Axt nur, wenn sie schon oft blutig ist. Hm? Jockel. Na, wie immer. Die Zitate von Jocke sind da hervorragend. So, jetzt lag hier links noch irgendwas. Gucken wir uns das mal an. So, na, noch ein Skelett. Sapiensmoos? Tatsache. Gut, das war jetzt nicht schwer zu erraten. Gut. Mal gucken, ob wir da oben noch an die Feder kommen. Scheint eine schwarze zu sein. Mal sehen. Hier müssen wir doch gerade schon gewesen sein. Genau. So, kommt man hier irgendwie hoch? Wenn ja, wie? Und ja, hier scheint man hochzukommen. Das ist dann scheinbar nicht allzu schwierig. Uha, ne? Doch, hier kommt man hoch. Irgendwas war hier gerade. Na, Kletterhilfe, sehr schön. Dann Eila, darf ich bitten? Mal ganz kurz da hoch. Sehr schön. Nächster weißer Eschenfeder. Okay. Also plus 2 auf Ausdauer. Sehr gut. Hervorragend. Hoch nicht verkehrt. So, was hat man denn da drüben noch? Da drüben liegt noch ein Skelett. Kommt man denn da wieder ran? Meine Güte. Irgendwie durch die Ruinen. Mhm. Naja, probieren wir das mal. So. Machen wir hier runter. Mal sehen. Ob man da irgendwie rankommt. Ah, hier unten müsste aber noch einer stehen, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir da mit Speeren geschmissen. Aha, da steht einer. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Gut. Möchte er kommen? Scheinbar nicht. Hier. Okay, jetzt haben wir es noch einen Schluck in der Flasche. Das ist natürlich ungünstig. Da sind wir mal vorsichtig. Mach mal das Licht an, es ist viel zu dunkel hier. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Skelett gefunden. Auch nochmal mit Sapiensmoos. Okay.
Gut. Na gut, wir haben auch ein paar Vikings-Überreste dabei, können wir notfalls die nutzen. So, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Gar nicht, vermutlich. Da steht noch einer. Nee, da stehen sogar noch zwei, so wie es aussieht. Na gut, wenn noch zwei stehen, machen wir das mal so. Oha, hat einer auch noch nicht zugehauen. Okay. Ah, so noch einer. Na gut, das ist ein bisschen mutiger hier. Und hervor, die Dreiergruppe auch erledigt. So, vielleicht können wir ja hier hoch. Mal sehen. So geht das erstmal. Ich kann mir jetzt hier hochlaufen. Der ist natürlich zu steil. Aha. Nicht schön. Gut. Machen wir vielleicht irgendwie anders daran. Gibt es hier irgendwo einen Mönch? Ja, natürlich ohne Variante. So. Erstmal nicht so. Ich denke, wir müssen von da drüben daran. Moment. War nicht da oben auch schon? Ja, da waren wir doch schon. Wie können wir hier wohl hoch? So ist gut. Ja, dann hier wieder durch. Das hatten wir ja schon. Oha, das ist eine interessante Kameraperspektive. Gut, kurz ein bisschen geruckelt irgendwie. Gut. Oha. So, und jetzt ist keiner einer da. Ah ja. So. Das ist ja auch schon erledigt. Sehr schön. Gut. So, schauen wir mal, ob wir da lang kommen. Ah ne, da unten waren wir schon. Moment. Wo müssen wir jetzt lang? Nicht, ob wir den falschen Weg nehmen. Wir wollen eigentlich nach da oben. Oh, da ist auf jeden Fall ein Mönch. Von hier aus zu sehen. Dann müssen wir doch mal die Speere wechseln. So, wo haben wir denn die Knochenspeere? Da sind sie schon. Sehr schön. So, versuchen wir den da drüben mal zu treffen. Der steht da liegt ein bisschen ungünstig vielleicht. Aber das werden wir schon hinkriegen, denke ich. Aber zwei, drei Versuche brauchen. Mal sehen. Ja, ein bisschen höher. Okay. Oh, gut, das müsste vielleicht passen. Ne? Scheint da nicht durch die Zinne werfen zu können. Aha. Vielleicht müssen wir da links. Ah, zwei, drei Versuche. Ich sagte es. Ach, so, jetzt hoffen wir, erwartet uns hier keiner. Nee, hier ist keiner. In Ordnung. Ah, muss ich mir mal ein Schild rausnehmen. So, gut. So, wie kommen wir jetzt da ran, was wir gesehen haben? Wo ist denn das? Da hinten? Okay. Gut. Mal gucken, ob das wieder eine große Skoria-Menge oder was Besonderes ist. Oha, müssen wir da rüber springen. In Ordnung, machen wir das. So, mal schauen. Aha, eine mit Asche versetzte Hakenkeule plus 1. Der Haken an der Sache ist, dass es weh tut. Mhm. Schauen wir uns die gleich mal an. So. Eine robuste Keule mit 4 Haken am Ende. Ideal zum Knacken und Entfernen von Rüstungen. Es gibt nichts Besseres, als dem Feind die Eingeweide herauszureißen, nachdem man seine Schale zerschlagen hat. Eiler. Oha, so eine Sprüche hätte ich von Eiler ja nicht vermutet. Okay. Gut, jetzt haben wir nur noch 2 Stücke. Mhm. Oha, da links scheint auch noch weiter zu gehen. Aha, dann schauen wir uns da wenigstens noch um. Dann haben wir hier erstmal einen zum Ufer räumen. So, ich denke, wir kommen hier runter, ohne uns was zu tun. Ja, sehr schön. Okay. Ah, da drüben scheint auch noch ein Gebiet zu sein. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Mhm. Nee, da drüben scheint es nicht weiter zu sehen. Aber hier unter geht es noch zum Wasser runter. Und da scheint noch was zu sein. Oha. Aha. Da schmeißt einer auf uns. Und die haben jetzt die falsche Speere angelegt. Das ist nicht gut. Lass mal austauschen. So, wo sind sie denn? Da haben wir ja nicht mehr so viele davon. Moment. Jetzt ist die Standarte des Propheten. Das sind die besseren definitiv. Na, die, da haben wir die richtigen. So. Sehr schön. Nehmen wir lieber die. Nicht mehr so viele von. Oha. Einer hat den gefunden da hinten. Okay, hat sich auch um den gleich gekümmert. Hervorragend. So. Was haben wir da unten noch? Da unten haben wir noch ein Tier, so wie es aussieht. Das ist nur so ein Speerwerfer. Okay, die sind nicht ganz so schlimm, die sind schnell. So, ich nehme erstmal einen Pilz hier. Nochmal rein. Dann wollen wir mal da runter hin. Versuchen wir uns den mal. So, jetzt sieht auch mal eins wieder aus. So, ich hoffe, da steht nicht noch einer. Probieren wir das mal. Oha. Das ist ungünstig hier oben. Auch von Eiler ablenken lassen. So, und erledigt.
Und Eile hat auch noch wohl das Tier erledigt. Aha. Na gut, was auch immer das war. Haben wir ja nicht so richtig mitgekriegt. Vielleicht war das ein Einer. Das kann natürlich sein. Aha, gibt's auch noch einen Pass an der Seite. Interessant. Gut. Und hier haben wir noch eine Sargentwurzel. Gut. Na gut. Jetzt können wir da wieder zurückgehen. Ich denke, das muss in die Ruinen, wo wir schon herkamen. Schauen wir da trotzdem mal ganz kurz. So, nochmal Pilz. So. Aha. Wie waren wir hier nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ah ja, durch den Durchgang sind wir durch. Okay, hier kommt man auch ganz bequem runter. Muss man ja nicht so halsbrecherisch machen. Naja, aber trotzdem ganz nett. So, schauen wir mal hier am Ufer lang. Ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Bin ja mal auf der Suche nach einem Ritualstein. Könnte doch einer sein. Dann bräuchten wir jetzt nicht zurück ins Vagantenruhelager. Zum Vagantenruheplatz. So, schauen wir mal. Ah, da hinten haben wir zumindest noch ein Skelett. Gut. Auch gut. Uha. Da hinten gab es wohl mal eine Brücke. Ja, gibt es jetzt nicht mehr. Uha. Sieht ja sehr interessant aus. Na gut, so weit runter. Hier ist wohl Ende der Welt. So. Und hier haben wir nochmal eine große Spurenmenge. Okay, dann hat sich der Ausflug hierhin gelohnt. Hervorragend. So. Schauen wir mal. Hier oben kommt man scheinbar auch noch an die Ruinen. Da war eine Treppe. Schauen wir mal bei der vorbei. So. Oh, schön vorsichtig jetzt hier. Wir sind halt hier auf uns lauert. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder die leitürische Festung. Wo hieß, wir sollen hier vorsichtig sein und nicht unvorbereitet. Aha, da kommen welche. Gut, lassen wir sie mal kommen. Mal sehen, die werden hier schon auftauchen. So. Da steht einer im Weg. Das ist nicht gut. Ich kann sie nicht bewerfen. Gut, machen wir das anders. Zwei einfach raus und dann rauf auf die da. So. Oha. So, ich hoffe, Eiler kann das jetzt für uns regeln hier. Dann ist jetzt auch. Sollte sich lieber um den nach vorne kümmern. So, oha. Okay. Ein bisschen unterschätzt die beiden. So, da ist noch einer, der mit dem Speer werfen möchte. Okay. Gut, der ist aber nicht das Problem. So. Der ist erledigt. Sehr schön. Da muss noch einen Schluck. Na gut. Gut, dann schauen wir uns hier noch an dem Lager von denen um. Scheint hier eine Sackgasse zu sein, so wie es aussieht. Das ist aber nicht gut. Das wissen wir das aber. So, was haben wir hier? Eine Sapienwurzel. Okay, gut. Und hier drüben liegt noch irgendwas. Nochmal ein Skelett. Und nochmal eine Sapienwurzel. Genau. Okay. Gut. Nur noch haben wir das hier uns angeguckt. Hier hinten noch irgendwas? Natürlich. So, aber das ist tatsächlich eine Sackgasse. Na gut. So, und die haben Überreste entdeckt. Mal schauen. Und eine große Skoria-Menge da drin. Ja, das hat sich doch gelohnt. 5 große Skoria-Mengen. Kommt man jetzt von hier aus eigentlich noch theoretisch irgendwo hin? Nicht, dass ich das jetzt noch möchte, aber... So, schauen wir mal. Ist hier noch vielleicht ein Mönch irgendwie zu erkennen? Nein. Also wir sind auf der Seite der Latyrischen Festung, wo wir nicht weiterkommen. Okay. Na gut. Ja, tote Ecke hier. Beziehungsweise, ja... Da müssen wir uns ja nicht mehr zum Ritualstein zurückmachen. Würde ich sagen, nehmen wir Feiglings Überrest. Dafür haben wir sie ja schließlich. Und gehen zum Vagantenruheplatz zurück. So. Sehr schön. Sind wir auch wieder zurück und können erst einmal unsere Questwirse, die Reisen, abgeben. So, dann müssen wir als erstes mal zu Flug gehen. Bin gespannt, was Flug hier sagt, dass wir den Knochen gefunden haben. Reden wir mal gleich mal mit ihm. Oh, well. Nun ja, Lyra bleibt eindeutig im Schatten. Sie muss wissen, dass wir ihr auf der Spur sind. Das ist seltsam. Ist das ein Beinknochen, den du da hast? Darf ich es sehen? Natürlich. Geben wir mal den Knochen. Ich werde noch selbst zum Tüftler. Das ist mein Beinknochen. Und sieh mal, darauf wächst ein Pilz des Vergessens. Meine Schwester hat an mir herumgefuscht. Oh je, ich hatte gerade einen ziemlich bösen Gedanken. Gira könnte einen vergessenen Flug hier machen. Vergessene ernähren sich von den Seelenresten in den Knochen und sie lernen beim Essen. Es wird noch schlimmer, wenn ich dir sage, dass ich einst Kriegsmaschinen für Armieren gebaut habe. Und ein Vergessener mit meinem Tüftlergeschick würde bald lernen, die Bevorrichtungen zu machen. Lyra hat meine Milchzähne als Andenken. In diesen kleinen Knochen steckt jede Menge Talent. Wir müssen sie finden. Sie wird immer noch im Federland sein, irgendwo tief und dunkel.
Und wir haben die Reise abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt haben wir die neue Reise bekommen. Schicksal. Finde Flukirs Milchzähne. Uha. Gut. So. Jetzt habe ich ja nicht mitgekriegt, was wir eigentlich bekommen haben. So. Aber ich denke mal, wir können auf jeden Fall so an der Werkbank vorbeischauen. So. Gut. Machen wir das mal. So. Aha, wir können jetzt eine natürliche Laterne herstellen. Für 16.000. Ah, taugt 3000 Aschelumen, also muss noch mal deutlich heller sein. Okay, na, legen wir es mal an. So, gut. So, dann haben wir hier noch die große Skoria. Wenn wir das mal verwenden hier. So, so ist gut. Hervorragend. So, dann haben wir hier noch die Reise für Worsa abgeschlossen. Oh, die sieht aber auch sehr hübsch aus. Wenn wir das mal die Hand nehmen hier. Oh ja, das ist eine sehr schöne Laterne. Hübsch gesprungen. Also ein bisschen was Orientalisches. Ebenso wie im Federland die Gebäude. So, schauen wir mal vorbei bei Avorsa. Da ist er auch schon. Lass uns ja bei ihr auf jeden Fall nochmal Speere machen. So, reden wir erstmal mit ihr. Das ist ein schönes Stück Roma, das du da hast. Und schau, kein einziger Fleck Lichtbrand. Wenn Hunde und Roma gegen das Licht resistent werden können, können wir das vielleicht auch. Ja, geben wir ihr mal das Roma-Horn. Du bist so freundlich, wie du stark bist, mein Freund. Ich bringe das Horn zu Silaren. Aber zuerst muss ich dir etwas sagen. Etwas, das mich beunruhigt. Silaren hat Zweifel daran, dass es ein Heilmittel für Bataran gibt. Sie denkt, unsere Arbeit könnte anderen helfen. Aber Bataran ist schon zu lange krank. Wie kann seine eigene Schwester so die Hoffnung aufgeben? Nein, ich werde es nicht akzeptieren. Ich habe mit Amara darüber gesprochen und sie hat mir von der Schuppe der Mutter erzählt. Geffen gab einst eine ihrer Schuppen einem sterbenden Geliebten, einem Horcher. Es hat ihn wiederhergestellt. Amara hat die Schuppe zu einer Ruine im bronzenen Sumpf zurückverfolgt. Bitte, wir müssen es finden. Neue Reise. Klarheit. Ah, finde die Schuppe der Mutter. Schauen wir mal, wo wir jetzt da hin müssen jeweils. So, Flukia. Ah, ganz weit im Hochland wohl. Mhm. Ich denke mal, hier werden wir nicht hochkommen, da wird eine Mauer sein. Wir werden also tatsächlich erst einmal hier durch die Latyrische Festung, von der bei Eilers Reise die Rede war, durch müssen. Da kommt man wahrscheinlich hier erst rum, so wie es sich laut der Karte darstellt. Hier scheint eine Barriere zu sein. Da kommt man vielleicht aber mit einem Speer weiter. Mal schauen. Gut. Ah, warte, wo müssen wir für Worsa hin? Ah ja, auch da oben hin. Okay, liegt ja alles sehr dicht zusammen. Da bin ich mal gespannt. Okay, gut. Würde ich sagen, gucken wir hier mal ganz kurz noch an ihrer Werkbank vorbei. Ah, jetzt können wir hier auch knackende Speere herstellen. Oha, immerhin für 5 Speerspitzen. Gut, gut, gut. Na, dann werden wir aber hier auf jeden Fall noch mal ein paar gealterte Speere machen. Haben auch bloß noch, 3 Speerspitzen. Das ist nicht so gut, aber werden wir auf jeden Fall mal machen. Mal gucken. Wir können auch sicherlich hier bei den Dorfbewohnern und Speerspitzen jetzt kaufen. War das schon mal möglich? Im Dunkeln war es besser, allein zu sein, leichter zu verstecken. Im Licht bietet die Menge Sicherheit. Ja, mit dem können wir nicht handeln. In Ordnung. So, können wir mit dem anderen handeln. Jetzt sind wir mal gespannt. Warum wird bei dem hier? So. Aha, sind die ganzen Vaganten. Da haben wir einen Reisenden. Ah, wir brauchen Reisende stattdessen. Und keine Dorfbewohner. Klar, die sind unterwegs. Die haben was dabei. Hier gibt es keine Gerüste. Hier lässt es sich gut Rast machen. Vielleicht sogar etwas bauen. Ah ja, sehr schön. Hier können wir Speerspitzen kaufen. Kosten 1.500. Gut. Kaufen wir uns mal ein paar. Wie kriegen wir denn da wirklich tatsächlich nur eine? Oha. Gut, dann kommen wir uns mal auf 6 hoch. So. Gut. Jetzt soll hier lügen. Sehr schön. Gut. Dann machen wir uns noch ein paar gealterte Speere. So, der knackende Speer ist zwar ganz nett, aber gegen eins des Zieles sind auch die gealterten Speere mir lieber. So, machen wir uns davon nochmal 2. Stapel A9. So ist schön. Gut. Und dann haben wir noch, wie viele Speere haben wir noch übrig? Wir haben noch 80. Das heißt, wir können uns noch 2-mal Knochenspeere machen. Dann haben wir wieder fast 100. Genau, 98. Sehr schön. Gut.
So, dann packen wir mal noch das weg, was wir jetzt so gefunden haben. Vielleicht können wir uns ja noch ein Waffen-Upgrade leisten. Moment, das wäre natürlich ohne was. So, erstmal zum Bataran Schmiede natürlich. So, das muss natürlich auch erstmal sein. So. Ah, Moment, was brauchen wir da? Da fehlt uns. Oh, was ist das? Ist das eine Sapienswurzel? Nee, das muss diese Zwillingswurzel sein. Oha, sind wir schon dabei angekommen? Wir haben eine. Mindestens eine haben wir. Die haben wir in der Runzelhöhle gefunden, wenn ich da richtig entsinne. So, schauen wir mal. Gut, dass wir da drin waren. Da ist eine Sapiens-Zwillingswurzel. So, dann können wir bei der Gelegenheit gleich die anderen Waffen wegpacken. So, was haben wir denn hier noch so? Da können wir erstmal die Horcherlaterne wegpacken. Und wir tauschen mal vielleicht den Stapel hier aus. So, dann machen wir doch das hier weg und das hier weg. Sehr schön, und ich glaube, die Standarten des Propheten, die werden wir nicht unbedingt brauchen, packe ich hier auch mal rein. So, als Notreserve, was wir ja nicht mehr übrig haben. So ist das gut. Hervorragend. Die Kiste füllt sich ja ordentlich. Gut, na, dann machen wir uns mal noch ein Waffen-Upgrade. So. Das soll auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. So. Machen wir das mal. So. Mit Asche versetzt 6. Das klingt sehr gut. Und 54.000. Oha. Gut. So, was haben wir denn noch übrig? 17.000. Ich weiß nicht, ob das noch für ein Upgrade für die Flasche reicht. Das wäre natürlich ganz hervorragend. Mal wenigstens eine stärkere Flasche. Das wäre ganz toll. Mal gucken, ob wir da bei Eiler Erfolg haben. So, dann gleich wieder da bei ihr. Sehr schön. So, mal schauen, was das kostet. Kann mich da leider nicht mehr dran erinnern. Oha, zu Kolle. Wenn ich das so richtig sehe, leuchtet jetzt noch stärker. Oha, gut, sehr hübsch. Gut, schauen wir mal. Oha, 25.000. Mujut, für nur 8.000. Naja, war jetzt ganz schön teuer. Was macht sie? 249. Mal schauen, ob das überhaupt notwendig ist. So, naja, auf jeden Fall. Wir sollten uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall dafür ein bisschen Score aufheben. Gut, okay. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Das war ein sendeter Ausflug in das Federland. Aber wir werden uns da wahrscheinlich die Höhle nochmal durchschlagen müssen. Haben wir leider den Ritualstein nicht gefunden. Und ich denke, wir bräuchten viel, viel mehr Skoria. Naja, mal sehen. Gut, dann geht's beim nächsten Mal im Federland wieder weiter. Für heute möchte ich mich einfach wieder mal bedanken, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.